Alle Jahre wieder kommt das Christkind auf die Erde nieder und hat im Gepäck auch immer ein Adventkonzert der Musikschule St. Michael versteckt. Bernhard Bodler und sein Lehrerteam haben wieder ein tolles Konzertprogramm zusammengestellt und dies durfte sich natürlich niemand entgehen lassen. Das Volkshaus hat zum Glück Kapazitäten, um den wachsenden Talente-Nachwuchs samt ihren Familien an so einem schönen Abend Platz zu bieten. Liebevoll in Szene gesetzt, durften zuerst die Jüngsten der Musikschule ihr Können unter Beweis stellen. Es ist eigentlich erfreulich, dass sich jetzt auch wieder mehr Jugend dafür begeistert. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten für die Kinder, für die Jugendlichen, dass sie sich betätigen, sei es Reiten, Tennis, Fußball und so weiter, Feuerwehr und so. Aber es ist auch, ich denke, die Kultur soll auch ihren Platz dabei haben in der Jugend, für Jugendliche, aber auch für Erwachsene, wenn sie auftreten, wenn sie spielen. Und das greift zurzeit wieder sehr gut. Was ist der Ansporn für Jugendliche, die bei Laune zu halten, bei einem Instrument, wenn nicht jeder Ton sitzt? Naja, ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist bei uns schon, dass wir in der Volksschule mit dem gemeinsamen Musizieren, mit dem Klassenmusizieren beginnen, weil die Kinder beginnen in der zweiten Volksschule, zweiten Klasse der Volksschule schon mit Freude, weil sie mit ihren Freunden etwas Gemeinsames erleben. Und wenn es ein gemeinsames Konzert gibt, gemeinsame Vorbereitungszeiten, das ist für die Kinder schon etwas Besonderes. Und das wächst dann, sobald sie in der vierten Klasse sind, Volksschule, dann kommen die meisten schon in die Jugendkapelle und da zählt natürlich Auftritte, Frühlingskonzert, Adventkonzert und so weiter, aber natürlich auch Ausflüge oder auch, dass wir mal irgendwo außerhalb von St. Michael ein Konzert geben, das begeistert die Jugendlichen sehr.
Ja, du sagst es. Es ist wirklich ein Highlight. Ich freue mich immer ganz besonders auf diese Aufführung, weil es zeigt einfach, dass Nachwuchs da ist und dass die Musikschule funktioniert und wie gesagt, dass Talente gefördert werden. Man sieht es im Einzelauftritt und zu guter Letzt im großen Orchester. Ganz großartig. Wir stehen absolut dazu. Also wir sind, ich würde sagen, ein starker Kulturboden grundsätzlich, aber auch speziell in der Musik. Wir haben eine Jugendkapelle, wir haben eine Marktmusikkapelle, wir haben eben eine Musikschule und wir fördern sie auch. Also 50% der Ausbildung zahlt die Marktgemeinde St. Michael. Freue dich, wenn das Christkind dann endlich kommt und auch im nächsten Jahr wieder wunderschöne Klänge der Musikschule St. Michael präsentiert.